Ein TikToker namens Mo86, der seit Monaten immer wieder gegen Manuelsen und sein Team feuert, bekommt jetzt ein krasses Ultimatum. Von der Story hat inzwischen jeder gehört. Und obwohl Manuelsen immer wieder diesen TikToker gewarnt hat und ihn drum gebeten hat, mit diesen Ansagen aufzuhören, wollte es Mo einfach nicht verstehen. Immer wieder geht er live und wird ausfallend, beleidigt rum und haut irgendwelche Statements raus. Immer wieder fällt der Name Manuelsen und einige große Rocker. Damit soll nun Schluss sein, denn der Rapper fährt jetzt selbst nach Wien und wird Mo86 durch die Stadt jagen. Noch eine Stunde hat der TikToker Zeit, um da eine friedliche Lösung zu finden. Danach ist mit dem Schlimmsten zu rechnen. Auf Anrufe reagiert er allerdings nicht. Somit bleibt nur noch diese Videonachricht. Noch 98 Kilometer, schick schon mal deinen Standort, du kleiner B***. Schick schon mal, red dich nicht raus und erzähl den Leuten nicht keinen Schwachsinn, ich ruf dich die ganze Zeit an, du. Komm, die Scheiße geht los. Komm, schick Standort, rede nicht viel. Rede nicht viel, es geht los. Ja. Ein Stündchen hast du noch. Komm, du Scheiße. Hör auf, den Leuten zu erzählen, du. Ich ruf dich auch die ganze Zeit an, ja. Komm. An die Rap-Check-Community, jetzt seid ihr wieder up to date und wisst natürlich, was momentan in der Rap-Welt passiert. Um nichts zu verpassen, könnt ihr meinen Kanal abonnieren und die Benachrichtigung aktivieren. Was denkt ihr über die Aktion von Manuelsen und findet ihr es gut, dass er es jetzt selbst in die Hand nimmt? Ich freue mich schon, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Mein Name ist Memo und bis zum nächsten Mal.